Ja, Freunde, kotzt euch mal so richtig aus. Darum geht's jetzt in diesem Video. Also dranbleiben. Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Du bekommst jetzt Bonusmaterial. Wir haben ja mit der Academy einen neuen Podcast gelauncht, der bis auf Platz 3 in den Wirtschaftscharts vorgedrungen ist. Hat mich extrem gefreut. Danke an der Stelle für die Unterstützung. Und bei diesem Podcast gebe ich meinen Coaching-Teilnehmern eine Plattform, um ihre Tipps zu teilen. Und ich habe wirklich hammergeile Leute mit am Start. Und wir nehmen diese Podcast-Folgen auch als Video auf. Und das bekommt man eigentlich nirgendwo zu sehen, außer Trommelwirbel hier. Und heute beschäftigen wir uns mal so ein bisschen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das ist auch ein Teil von Business. Das ist das Fundament, die Grundlage. Und ich gebe euch jetzt Bonusmaterial von der Juna. Und die hat einen Satz gesagt, der hat mich wirklich weggeflasht. Ich musste ein paar Mal zurückspulen. Und sie hat gesagt, alles, was du nicht ausdrückst, drückt sich in dich hinein. Und Leute, wir sind jetzt gerade wieder in einer Zeit, die wird spannend. Man könnte auch sagen, die wird schwer. So, und gerade in diesen Zeiten ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung extrem wichtig. Bevor ich dir jetzt einen Auszug der Podcast-Folge gebe, den kompletten Podcast mit allen Folgen, wir haben noch gerade aktuell noch den Daniel Leismann im Interview gehabt, der ist Content Creator, hat da noch einige Tipps. Ich bin auch im Podcast mit drin, also wir verlinken dir den Podcast hier unten in die Shownotes. Viel Spaß damit erstmal. Aber bevor ich dir jetzt die Folge dranhänge von der Juna, das ist so ein kleiner Auszug, ist nicht die komplette Folge, habe ich noch was für euch. Und zwar, die Juna war früher Fotografin, ist sie immer noch so ein bisschen, erfährst du dann wahrscheinlich auch in der Podcast-Folge. Und die hat bei mir einen Vortrag halten müssen auf einer Mastermind. Und die war noch nie auf der Bühne gestanden und das hat bei ihr alles verändert. Dieser Impulsvortrag. Erzählt sie aber im Podcast und wie gesagt, zieht euch die ganze Folge rein. Es ist so unheimlich wichtig, dass wir uns jetzt mit dem Fundament befassen, mit allem, was hier innen drin in uns passiert. Viele wollen immer draußen die Regler, da Conversion, Optimierung, Verdienste, Verkaufen, Magic, Hacks und so weiter. Aber das Fundament ist einfach das Wichtigste. Hier innen drin müssen wir stabil sein. Okay? Viel Spaß jetzt mit dem Bonus-Content. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du ab und zu mal so ein paar Highlights hier auf diesem YouTube-Kanal haben willst. Ich produziere natürlich weiterhin mein Content. Das hier ist jetzt einfach nur ein bisschen Bonus, den wir hier und da gerne mit reinnehmen können. Und ich schaue mir das natürlich auch alles vorher an, damit ich auch sagen kann, die Qualität bleibt stabil. In diesem Sinne, Freunde, jetzt viel Spaß mit der Juna. Ach so, Moment, bevor es losgeht, noch ein kleiner Nachbrenner. Falls ihr da noch eine Dame im Interview seht, das ist die Anita aus meinem Team. Die führt nämlich die ganzen Podcasts. Übrigens sehr, sehr gut hat sie das geführt. Grüße gehen raus an Anita und jetzt aber viel Spaß mit dem Bonus-Content. Mir persönlich hilft Schreiben am besten und auch etwas, was ich allen empfehle. Einfach mal diese Gedanken, die dir im Kopf rumspuken, weil Gedanken kommen ganz schnell und gehen auch wieder ganz schnell. Aber die einfach mal darüber bewusst zu werden, was denke ich eigentlich? Die einfach mal aufzuschreiben, was dir im Kopf herumspukt. Alles Mögliche, egal über welches Thema es geht. Kotz dich mal so richtig aus. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, kotz dich aus. Schreib alles auf, was dich nervt, wo du richtig angepisst bist, worüber du dich ärgerst. Lass einfach mal alles raus, weil viel zu oft verschlucken wir das. Ja, wir drücken das in uns rein und alles, was sich nicht ausdrückt, alles, was du nicht ausdrückst, drückt sich ein. Ja, du bist dann wie ein sprudelnder Vulkan, der dann alles nur in sich reinfrisst, alles wie so ein Deckel drauf macht und dann kommt so ein Wassertropfen und du explodierst und weißt gar nicht, warum. Kotz dich erstmal aus, schreib erstmal alles auf, was dich nervt, woran du Freude hast, was du nicht mehr möchtest. Und dann im zweiten Step, schreib dir wirklich auf, was du nicht mehr möchtest. Also ich möchte keine festen Arbeitszeiten beispielsweise. Ich möchte mich nicht rechtfertigen, wenn ich da und dahin gehe. Ich möchte nicht mehr zum Sport gehen. Ich möchte nicht mehr
füllig sein, keine Ahnung, was auch immer, ja, was dich einfach gerade beschäftigt. Ich möchte nicht mehr so wenig Geld verdienen, was auch immer. Und dann drehst du das ins Positive, weil uns fällt es leichter, Dinge aufzuschreiben, die wir nicht wollen, als Dinge aufzuschreiben, die wir wollen. Und wenn du jetzt an deine Liste hast mit den Dingen, die du nicht mehr möchtest, kehr sie um. Zum Beispiel, wenn du aufgeschrieben hast, ich möchte keine festen Arbeitszeiten mehr, bedeutet das, ich möchte flexible Arbeitszeiten. So sortierst du für dich erstmal, was möchte ich eigentlich, was ist mir wichtig, okay? Und dann kannst du schauen, welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Was kann mein nächster Step sein? Was sind meine Ressourcen, die ich nutzen kann? Es kann sein, dass du aufgrund deiner Stärken, ja, du kannst auch wirklich mal dich hinsetzen und sagen, wirklich mal aufschreiben, was kann ich gut? Frag Freunde, frag Familie. Was kann ich in deinen Augen gut? Und daraufhin, wenn jetzt, sag ich mal, der Job das Thema ist, schauen, welche Jobs, welche Berufe implementieren diese Faktoren, die mir Spaß machen und meine Stärken. Vielleicht entsteht daraus auch eine neue Idee für einen Beruf, den es noch gar nicht gibt. Aber erstmal geht es darum, dir bewusst zu werden, was möchte ich? Und lass dieses Vergleichen. Hör auf, in Social Media rumzuscrollen und zu sagen, boah, krass, diejenige, die hat so viele Menschen in dem Livestream, boah, krass, das schaffe ich nicht. Oh nee, da mache ich lieber gar keinen. Das schaffe ich nicht. Also bin ich nicht gut genug und das geht nicht. Hör auf mit diesem Bullshit. Weil beim Vergleichen, glaub mir, ich bin da sehr gut drin. Ich habe das früher, also ich war wirklich die Königin da drin und ertappt mich auch heute immer noch dabei. Ja? Was nicht heißt, so ein kleiner Einschub an der Stelle, dass es blöd ist, sich Perspektiven zu holen und sich im Außen inspirieren zu lassen. Das nicht, das ist vollkommen okay. Aber schau auch da immer wieder, was sagt dein Gefühl, was sagt deine innere Stimme? Tut mir dieser Vergleich gerade gut oder zieht er mich runter? Macht er mich kleiner? Denn bei einem Vergleich ist es ganz oft so, dass einer von beiden einfach total beschissen abschneidet. Und das bist meistens du, weil du dich dadurch selbst kleiner machst. Und das kann auch so eine sehr interessante Sabotagestrategie sein, um nicht den nächsten Schritt zu machen. Meine Sabotagestrategie ist beispielsweise, werde ich gerade ganz ehrlich, Thema Geld. Ja, für mich ist so Thema Geld einfach so etwas, so eine Baustelle. Und dennoch spüre ich in mir, dass nicht das Geld das Problem ist, sondern irgendwas anderes. Und mich hat es immer richtig angekotzt, dass ich grundlos bei Social Media rumgescrollt habe. Ja, einfach gescrollt. Ah, ja, hier, interessant. Ah, immer so unter dem Aufwand. Ich kann erst selbst einen Content produzieren, wenn ich die passende Inspiration gefunden habe. Also, was habe ich gemacht? Gescrollt, gescrollt, gescrollt. Ah, ich schau mal hier. Ah, ich schau mal da. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, Inspiration zu suchen. Aber wenn ich etwas suche, dann liegt mein Fokus nur auf dem Suchen und nicht auf dem Finden. Und als ich dann für mich erkannt habe, okay, das ist eine Sabotagestrategie, dann habe ich mich gefragt, okay, warum sabotiere ich mich? Weil ich Angst habe, nicht gut genug zu sein, weil ich Angst habe, dass das, was ich zu bieten habe, dass andere Menschen denken so, wow, okay, nein. So, okay, wovor habe ich dann Angst? Ich habe Angst vor Ablehnung. Ich habe Angst vor Ablehnung, dass jemand sagt, ey, sorry, Juna, aber ich mag dich nicht. Ich finde scheiße, was du machst. Weil ich liebe Harmonie, okay? Also entsteht da in mir, innen drinne, so eine Disharmonie, so ein Konflikt. Ja? Und das ist diese Sabotagestrategie, die dahinter steckt. Das heißt, ich lege nicht los, ja, weil nicht das Geld das Problem ist, weil wenn ich nicht losgehe, natürlich kann ich dadurch auch kein Geld empfangen, kein Geld verdienen. Aber es schützt mich vor Ablehnung. Es schützt mich davor, ich zu sein, mich wirklich zu zeigen, wie ich bin, ja, mit meiner spirituellen Anbindung, mit meinem Kartenziehen und Legen, mit meinem Räuchern, mit meinem Kleidungsstil, so wie ich bin. Aber
der Fokus geht einfach auf ein komplett anderes Thema, was sich halt im Außen spiegelt, was für mich in dem Augenblick greifbarer ist. Daher mein Impuls für dich. Bei jeder Geschichte, die du dir erzählst, und wir erzählen uns alle Geschichten, oh ja, wir erzählen uns alle Geschichten, wir sind der absolute Meister drinne. Frag dich, wenn dir ein Satz aufkommt, das funktioniert bei mir aber nicht. Ist das wirklich wahr? Und dann hör auf den ersten Impuls, der in dir hochkommt. Und der erste Impuls ist immer richtig. Und dann kannst du weiter fragen. Ist das wirklich wahr? Ist das die bedingungslose Wahrheit? Und wenn ich jetzt mit dieser Antwort leben müsste, den Rest meines Lebens, ist das meine absolute Wahrheit? Und hier geht es nur um deine Wahrheit. Nicht um die allgemeine Wahrheit, weil wir alle haben einen unterschiedlichen Lebensrhythmus, wir alle haben unterschiedliche Prioritäten und wir alle haben eine unterschiedliche Wahrheit. Mhm. Zum Beispiel, wenn du eine Zahl auf die Erde schreibst und rechts und links davon stehen jeweils eine Person, sagt die eine Person, das ist die Zahl 6. Die andere Person gegenüber sagt, das ist die Zahl 9. Beide haben recht. Beide sprechen ihre ultimative Wahrheit aus, die sie spüren können. Es liegt einfach an der Perspektive, an den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und es ist wertvoll, sich andere Perspektiven und Inspirationen von außen zu holen. Doch es ist viel, viel wichtiger, diese mit dir selbst abzugleichen, mit deinen Werten, mit dem, wie es sich für dich anfühlt. So, Freunde, das war der kleine Einblick. Wie gesagt, die komplette Podcast-Folge findest du in den Kommentaren. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, falls du es auf Social Media nicht mitbekommen hast, wenn du in die Academy möchtest, wir werden die jetzt in der nächsten Zeit etwas günstiger anbieten, allerdings nur auf Anfrage. Die Academy lässt sich ja eh nicht buchen. Also falls du zu den Menschen gehörst, die eh schon grübeln und unbedingt rein wollen, sag Bescheid. Ich will haben, dass du auch bereit wärst, den vollen Betrag zu investieren. Aber wenn wir in den nächsten Tagen telefonieren werden, und das wird wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres 2020 so bestehen bleiben, dieser Deal, dann wirst du eine sehr positive Überraschung bekommen und wirst die Academy günstiger bekommen. Weil wie gesagt, wir sind jetzt gerade in schwierigen Zeiten und ich möchte euch das Ganze ein bisschen vereinfachen. Das Ganze betrifft auch mein Programm Dein eigenes Business für alle, die noch total am Anfang stehen, die noch kein Business haben, aber gerne was aufbauen würden. Auch da kommen wir deutlich, deutlich preislich entgegen. Okay, das nur nochmal am Rande. Wenn du Bock hast, dabei zu sein, erkundige dich gerne, wie die Inhalte der Academy so sind. Bei den Leuten, die schon drin sind, du kannst sie alle gerne fragen und ich werde dir versprechen, du wirst begeistert sein. Viele Dinge kommunizieren wir nicht nach draußen. Während ich dieses Video erstelle, ist morgen Abend ein exklusives, einstündiges Seminar nur für Academy-Teilnehmer im Coaching. Wir haben Meet and Greets online morgens, abends, mehrmals die Woche, Live-Coachings. Es gibt exklusive Tagesseminare. Alle Academy-Teilnehmer sind bei all meinen Seminaren gratis mit dabei. Also es ist noch so viel mit drin, was gar nicht nach draußen kommuniziert wird. Also vielleicht hat dich das überzeugt. Ich freue mich dann über deine Nachricht und dann sehen wir uns. In diesem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Mal. Vom Soldat zum Unternehmer. Von 0 auf über 250.000 Follower auf Social Media. Nicht nur Coach, sondern auch Mentor. Hey Kelvin, ich muss dir noch tausend Mal Danke sagen. Danke. Danke für alles, was du bis jetzt für mich gemacht hast. Das ist der Hammer. Danke für deine ganzen geilen Tipps. Es ist so, so, so krass, wohin das alles geführt hat. Du bekommst Kelvins beste Strategien in einem brandneuen Coaching-Format. Mit exklusivem Content und persönlichem Support. Masterminds und Live-Coachings. Der Beginn einer langfristigen Kooperation. Es wird Zeit, etwas zu verändern. Die Business Bootcamp Academy.